eine Person, die auch die ganze Zeit auf der Straße war und wie ganz wenige Menschen sich mit allem, was sie haben, eingesetzt haben, ist Ronja. Das erste Mal, wo ist sie denn? Ronja, wo bist du? Du bist gleich dran. Das erste Mal, als ich sie gesehen habe, das war auf der Straße des 17. Juni, am 1.8.2020. In Berlin dachte ich schon, da kann der Monster nicht. Was diese Frau barfuß mit der Love Wins Fahne in der Hand für eine Energie hat und was sie auch in den letzten 3 Jahren nicht ein Stück verloren hat. Immer für Versöhnung und Liebe auf der Straße. Mittlerweile sind viele Freundschaften aus vielen Begegnungen geworden. Ronja gehört definitiv dazu. Ronjas Sohn hat ein Buch über sie geschrieben. Daraus wird sie uns heute vorlesen und sie hat einige Exemplare mitgebracht. Das ist Zeitgeschichte und gehört in Zukunft in jedes gut sortierte Bücherregal. Applaus für Ronja! Ja, das mit der Brille kenne ich. Leider, ja. Ich habe mir das jetzt auf groß ausgedruckt. Schriftgröße 16. So. Und bevor die Ronja loslegt, müssen wir natürlich ein Wort noch zur Tanja verlieren. Die selbstverständlich die Mutter der Kompanie, die gute Seele ist. Ja, genau, so ist das. So ist das. Genau. Die den Laden zusammenhält und auf die man sich immer und absolut verlassen kann. Ja. Ja. Also erstmal herzlichen Dank, dass ich mal wieder hier bei euch sein darf. Vielen Dank für eure Ausdauer, immer wieder standhaft hier die Mahnwachen zu machen. Die 175. ist jetzt heute, gell? Ja. Toll. Wir haben super tolles Wetter. Freue ich mich natürlich riesig drüber. Ihr wisst, das Event in Stuttgart-Stammheim, in der JVA, haben wir miterlebt. Wir waren vorhin drüben, rechtzeitig. Ja. Als wir hinkamen, war Ralf Ludwig schon da, Dirk Sattelmeier habe ich gesehen, Güssi war da, viele Freunde, die wir alle so kennen und haben gewartet. Und dann habe ich erfahren, dass die Anwälte mit einem Auto, der Rechtsanwalt Löffler aus Stuttgart und Ralf Ludwig, haben ein Auto gefahren, haben eine ganze Weile noch gewartet vor der JVA. Und da sind 2 Tore, das eine darf man reinfahren, also grüne Ampel und rote Ampel. Da sind sie reingefahren und nach einer Weile sind sie mit Michael im Auto raus. Ja, es war also unglaublich, dieser Moment, dass es wirklich wahr ist. Man kann es eigentlich noch nicht richtig fassen. Und Michael hat auch die Scheibe runtergemacht, hat rausgewunken, hat ein bisschen was gesagt, aber nicht viel. Und dann sind sie davon und an einen Ort, wo er erstmal sicher ist, wo er für sich ist, mit den Menschen wahrscheinlich umgeben, die ihm gut tun. Und ich glaube, das sollten wir ihm jetzt auch einfach gönnen. Und es ist, also für mich ist es noch unfassbar, weil ich war gestern Abend ganz lange noch in Schorndorf, weil wir gedacht haben, vielleicht passiert es gestern schon, bin dann später am Abend nach Hause gefahren und hier heute Morgen hin, weil eben wegen der Demo und zu unserem Lieblingszahnarzt hierher mit meinen Jungs. Die haben sich jetzt schon leider wieder verkrümelt, die sitzen im Auto, das finde ich so schade. Aber gut, sind 16 und immer noch nicht so richtig gerne immer dabei, so im Mittelpunkt. Genau, und als ich auf dem Weg hierher war zum Carsten, zum Zahnarzt, rief Norman mich an und sagt, hey, sofort nach Stammheim, vor die JVA. Dann habe ich die Jungs hier abgeladen, Carsten hat sich um sie gekümmert, die Zähne in Ordnung gebracht und ich habe Norman abgeholt und bin zur JVA mit ihm gefahren, genau. Und wir haben es noch rechtzeitig geschafft und es ist toll, also es ist unfassbar. Und es gibt, ich denke, einen Riesenschub in die Bewegung, das hätten wir gestern alle noch nicht gedacht. Also ich freue mich mit euch. Ja. Was mir dazu eingefallen ist und was ich dann, bevor wir weggefahren sind, hierher noch einfach in die Menge reingerufen habe. Freiheit wird aus Mut gemacht. Und ich glaube, da ist Michael für uns echt, für uns alle ein Vorbild. Ja. 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 Auf dem Weg hierher habe ich mit dem Autor dieses Buches, Frieden, Freiheit, Demokratie, der Weg einer Aktivistin in der Demokratiebewegung, telefoniert. Und er ist total gespannt,
Er sitzt jetzt in Berlin und sieht den Livestream sich an. Er ist genauso aufgeregt wie ich. Hier, ich habe ihn noch gefragt, willst du nicht eine Grußbotschaft schicken oder selber den Text einlesen, weil es schöner wäre, also ihn einfach mal so zu hören. Es ist ein junger Journalist, ein junger Mann, der 2021 zu mir gekommen ist und hat gesagt, wir müssen das festhalten. Alles, und es war im Herbst 2021, da kam ja dann noch einiges. Festhalten für die Nachwelt, auch das Buch, um eine Brücke zu bauen zu den Menschen, die das nicht so mitbekommen haben, die das nicht so erlebt haben wie wir alle, und aber auch zur Aufarbeitung für jeden Einzelnen von uns, weil das hat Spuren in uns hinterlassen. Und wenn wir wissen, sie, er hat Ähnliches erlebt und ich, oder sie lesen das dann, ich denke, wir haben alle ein Stück weit traumatisiert. Ich weiß es nicht, wie schlimm es bei jedem Einzelnen ist. Okay, ich habe jetzt zwei Textstellen rausgesucht und da würde ich euch so ein bisschen einen Vorgeschmack geben auf das Buch. Und wie gesagt, ich habe ein paar Exemplare dabei. Es ist im Eigenverlag entstanden. Also es wurde Rubicon angefragt, da wurde das Vorwort hingeschickt und gefragt, ob sie es drucken würden. Aber da kam keine Antwort, nicht in dem Zeitlimit. Und dann hat der Autor Björn Kawecki entschieden, das im Eigenverlag drucken zu lassen. Das heißt, es kann auch nur online bestellt werden. Ich habe jetzt ein paar Exemplare dabei, aber eigentlich sollte das dann jeder für sich selber online machen. Genau. Guck mal, Ronja, du kannst. Ja, das ist besser, dann habe ich die Hand frei. Und was ich euch aber auch noch zu der ersten Ausgabe sagen möchte, wir haben, also ich auch, ich war in Berlin, habe ein ganzes Wochenende mit Korrektur gelesen, es wurde mehrfach Korrektur gelesen und trotzdem haben wir leider beim Lesen immer wieder noch Fehler entdeckt, dass da zweimal ich hintereinander steht. Das müsst ihr, ich sag's euch, das müsst ihr wissen. Deswegen gibt es diese Bücher, die ich jetzt dabei habe, für 20 Euro. Es ist auch eine kleine Entschuldigungskarte dabei vom Autor, mit der Bitte, über diese Fehler hinwegzulesen. Ihr sollt es einfach wissen. Okay, gut. Dann... Ja, lege ich mal los. Also das ist das Kapitel Alte Gewohnheiten, neue Träume. Früher veranstaltete mein Cousin am 1. Mai das traditionelle Angrillen. Es war ein Familientreffen, für das er seinen Garten zur Verfügung stellte und an dem wir die letzten Jahre immer gerne teilgenommen hatten. Ich konnte dann meine Cousins und Cousinen sehen. Jeder brachte etwas zu essen mit, einen Salat, etwas zum Grillen, Nachtisch. Auch 2020 wollten meine Jungs und ich kommen. Eine Woche vorher wurde das Angrillen jedoch abgesagt. Am 1. Mai blieben wir also zu Hause und ich entschied, mit meinem Rennrad meine gewohnte Tour zu fahren, pro Runde 1 Stunde und 15 Minuten. Nach meiner ersten Runde sah ich, dass an der Straße Richtung Altstadt Polizei und ein Sicherheitsdienst standen. Ich überlegte noch, ob ich anhalten sollte. Sie standen auf der Straße und überwachten scheinbar, dass niemand in die Altstadt gelangte. Aber ich fuhr weiter und beschloss, dass ich sie auf meiner zweiten Runde ansprechen würde. Mein Verdacht war, dass sie die Weinlagenwanderung verhindern wollten, die jedes Jahr in unserer Stadt stattfindet und ein Anziehungspunkt für die Menschen in der ganzen Region ist. Die Winzer bauen dann in den Weinbergen ihre Stände auf und bieten ihre Weine und eine Kleinigkeit zur Verköstigung an. Später erfuhr ich, dass der Kreis die Weinlagenwanderung 2020 verboten hatte. In der Zeitung hatte man es bekannt gegeben. Winzer und Besucher blieben zu Hause. Damit aber wirklich niemand in den Weinberg gelangte, standen am Eingang der Altstadt tatsächlich ein Sicherheitsdienst und die Polizei. Es war ein verregneter Tag. Als ich nach meiner zweiten Runde an der Stelle vorbeikam, war vom Sicherheitsdienst und der Polizei nichts mehr zu sehen. Es war aber auch sonst niemand da. Normalerweise waren die Stadt und der Park am 1. Mai immer voller Menschen. Viele junge Leute sind jedes Mal dabei und sogar mit dem Zug reisen sie an. Es ist eben ein richtiges Event. Am 1. Mai
läufst du entweder mit in die Berge oder du verkrümelst dich. Doch in diesem Jahr war nichts los. An dem Wetter allein lag es sicher nicht. Der Regen hatte erst am Mittag eingesetzt. Das hieß, dass alle dem Verbot der Weinlagerung Folge leisteten. Niemand war gekommen. Für mich war das unfassbar, dass man nicht im Weinberg spazieren gehen durfte und dass sich jeder auch noch daran hielt. Man verbot den Menschen, in der freien Natur spazieren zu gehen. Und sie hielten sich daran. Warum? Ich konnte es nicht verstehen. War das nur die Angst, sich mit Corona anzustecken? Da keiner da war, konnte ich auch niemanden fragen. Das ist so ein Teil aus 2020. Und dann lese ich euch noch einen kurzen Abschnitt vor aus Jetzt erst recht. Das betrifft den 21. Februar 2021 hier in Schwäbisch Gmünd. Vielleicht war der ein oder andere dabei. Am 21. Februar war ich erneut auf einer Demo in Schwäbisch Gmünd. Dort hielt ich anlässlich des Todestages von Hans und Sophie Scholl eine Rede. Am 22. Februar 1943 hatte das Nazi-Regime die beiden Geschwister im Alter von 24 und 21 Jahren hingerichtet. Passend zum Anlass hatte ich ein Flugblatt vorbereitet. In meiner Rede sprach ich über den Widerstand der Geschwister Scholl und ihr Erbe für die Nachwelt, wie ich es verstand. Hans und Sophie hatten in ihrer Zeit verstanden, dass die Dinge in ihrem Land grundsätzlich falsch liefen. Dagegen standen sie auf und riskierten für ihre Überzeugungen ihr Leben. Ich hatte ein Buch über sie gelesen und einen Spielfilm geschaut. Der Mut dieser beiden jungen Menschen beeindruckt mich tief. Manch einem mag es unangebracht erscheinen, den Nationalsozialismus und das Corona-Regime zu vergleichen. Für mich war beides totalitär. Ja. Staat, Medien und Wirtschaft arbeiteten zusammen, um den Bürgern etwas aufzuzwingen, was sie nicht wollten und ihnen schadete. In diesem Sinne sehe ich hier keinen Unterschied. Aber natürlich verstehe ich, dass ich heute im Gegensatz zu Hans und Sophie Scholl nicht mein Leben riskiere, wenn ich demonstrieren gehe. Dennoch wurde die Macht des Staates missbraucht, um gegen Dissidenten vorzugehen. Mit Haus- und Praxisdurchsuchungen, mit Festnahmen, mit Festsetzungen im Gefängnis, mit Polizeigewalt, ganz zu schweigen von den Anfeindungen in der Presse, im Privatleben, auf der Arbeit. Die Menschen im Widerstand werden nicht zum Tode verurteilt. Dies als einzigen Maßstab für persönliches Risiko zu nehmen und deshalb jeden Vergleich mit historischen Erfahrungen von Menschen zu verbieten, die sich gegen Diktaturen zur Wehr setzen, halte ich aber für falsch. Im Nationalsozialismus wurde auch nicht von Beginn an jeder Dissident hingerichtet. Und im DDR-Sozialismus fand man auch andere Methoden, um mit Kritikern des Systems umzugehen. Die Elite im heutigen Deutschland achtet natürlich darauf, dass sie uns nicht zu hart anfasst. Das würde ihrem demokratischen und rechtsstaatlichen Selbstverständnis widersprechen, mit dem sie sich legitimiert. Ich halte es auch für unwahrscheinlich, dass in der Zukunft in der BRD, wie früher im Nationalsozialismus, Dissidenten hingerichtet werden. Dass man uns ins Gefängnis steckt, halte ich aber sehr wohl für möglich. Ja, man sieht es ja. Das haben wir erlebt. Ja, das war 21. Februar 2021. Danach haben wir es erlebt. Überholt. Ja, ja, ist richtig. Wenn es dem Staat zu viel wird mit den Menschen, die den Mund aufmachen und die sich wehren, dann wird er uns wegsperren. Während der Corona-Maßnahmen prügelte er uns nur mit Hilfe der Polizei nieder, sprach Platzverweise aus oder erteilte Ordnungswidrigkeiten, um uns finanziell zu schaden. Durch die Propaganda gegen uns sperrten Banken Privatkonten. Im Vergleich dazu war das Nazi-Regime ohne Frage gnadenlos. Die BRD hat nicht die Grundlage für derartige Verbrechen. Das ist gut,
Denn solange wir friedlich bleiben, kann der Staat nach der heutigen Gesetzgebung gegen uns nicht mehr machen. Andererseits funktioniert Unterdrückung heute nicht mehr so, dass die Gegner an die Wand gestellt werden und dann wird abgedrückt. Die Mittel der Unterdrückung sind subtiler geworden. Unliebsame Leute werden auch heute kaltgestellt, aber eben so, dass es weniger auffällt und Menschenrechtler ruhig schlafen können. Was Hans und Sophie Scholl mit uns heute verbindet, ist, dass wir radikal im Widerstand sind. Wir sagten deutlich Nein zur Corona-Politik, zur Abschaffung unserer Grundrechte und zum Unrecht. Wie die Geschwister Scholl waren wir im Widerstand gegen ein Regime, das seine Politik auf Lügen aufbaute. Ich weiß natürlich, dass Hans und Sophie Scholl sehr viel mutiger waren als ich. Gerade deswegen sind sie für mich ein Vorbild. Mit meiner Rede am 21. Februar wollte ich sie ehren. Ich wollte an sie erinnern und damit den Menschen, die mir zuhörten, Mut machen, damit sie weiterhin auf die Straße gehen. Es geht mir nicht darum, mich mit ihnen zu vergleichen. Das würde mir gar nicht in den Sinn kommen. Hans und Sophie Scholl sind Vorbilder im Kampf gegen das Unrecht. In dem Moment, in dem Unrecht geschieht, ist Mut zum Widerstand wichtig. Mut ist ansteckend. Daher muss man mutig vorausgehen, damit andere das sehen und auch ihre Kraft finden. Also ihr habt einen kleinen Eindruck bekommen. Und ja, ich denke, es ist wichtig, dass es dieses Werk gibt und ich wünsche mir, dass es Brücken baut zu den Menschen, die alles nicht so mitbekommen haben wie wir und dass wir damit vielleicht ein Stück dazu beitragen, dass die Spaltung in unserer Gesellschaft überwunden wird. Danke. Oh.